7. YouTuber Tim Morozov erkundet ständig von Geistern heimgesuchte Orte. In diesem Video hatte Tim eine sonderlich gruselige Begegnung mit dem Paranormalen. Zu Beginn seiner Sitzung machte er auf dem Boden einen Satzzirkel zu seinem Schutz. Nachdem er sein Equipment aufgestellt hatte, versuchte er Kontakt mit den Jenseits aufzunehmen. Zu seiner Überraschung fast sofort bewegte sich ein Stuhl in der Ecke des Zimmers. Eine Weile später ein Stück Geschirr fing an auf dem Boden herumzurollen, um anschließend zu zerbrechen. Кто ты? Mit all dem, was um ihn passierte, war es nur eine Frage der Zeit, bis sein Equipment eine seltsame Gestalt aufnimmt. Wobei man es auf der Infrarotkamera besser sehen kann. Die Gestalt wandert um Tim herum, als würde sie den Satzzirkel nicht überqueren können. Sein Schuss hält lange nicht stand, denn die Kamera, die auf der Decke montiert ist, zeigt uns, wie eine unsichtbare Kraft den Satzzirkel durchtrennt. Plötzlich erklingt in den Raum ein seltsames Geräusch. Als Tim sich entschied, diesen Ort zu verlassen, gab es noch einen letzten lauten Knall, bevor er die Aufnahme beendete. Der Kameraoperator machte einen Spaziergang am späten Abend. Als er neben seiner lokalen Kirche vorbeiging, machte er diese beunruhigende Beobachtung. Die Tür rattert kräftig in eigenen Rahmen, aber man kann nicht feststellen, was der Grund dafür ist. Manche meinen, da es eine Kirche ist, dass ein böser Geist versucht, in sie hereinzudringen. Andere hingegen sehen die Sache mehr bodenständig, als eine Fehlfunktion der Elektronik in der automatischen Tür. Meine persönliche Meinung dazu ist, warum sollte ein Geist unbedingt eine Tür benutzen wollen, um irgendwo reinzukommen? Wenn ihr bei eurem nächtlichen Spaziergang sowas beobachten würdet, würdet ihr dann bleiben, um es aufzunehmen, oder würdet ihr euch so schnell wie möglich aus dem Staub machen? Nummer 5. Dark Ghost Paranormal ist ein bekannter YouTube-Kanal aus Russland. In dieser Folge erkundet Dennis eine verlassene Schule, die einst durch Deutsche während des Zweiten Weltkrieges benutzt wurde. Die Aufnahmen der Schule zeigen uns deutlich, dass das Gebäude durch Feuer erheblichen Schaden erlitten hatte. Die lokale Bevölkerung erzählt, dass kurz bevor das Feuer ausbrach, eine Gestalt in den Fenstern der Schule zu sehen gab, die Ähnlichkeit zu einer Frauenfigur hatte. Bis heute ist die Ursache des Brandes ungeklärt.
Als Dennis das Grundstück erkundet, kommt er auf die Idee, seine Spiritbox aufzubauen und Kontakt mit den Seelen der Verstorbenen aufzunehmen. Hört mal. Это ты сожгла это помещение? Да. Um seine Ermittlung fortzusetzen, installiert der Dennis weitere statische Kameras. Es dauerte nicht lange, bis eine der Kameras etwas Seltsames aufzeichnete. Zwei Türen in einem der Gänge scheinen sich von selbst zu öffnen. Eine Weile später, als Dennis eines der Räume erkundete, passierte etwas wirklich Unheimliches. Später, als er eine Spiritbox-Sitzung im Keller machte, mehr unheimliche Dinge passierten. Die Lichter gingen auf einmal aus und man hört Schritte. Nachdem die Lichter wieder angingen, spuckte die Spiritbox eine Warnung aus. Er fragte dann, was die Präsenz von ihm will. Diese kurze, aber dennoch erschreckende Antwort war wohl für Dennis genug und er entschied sich, die Schule zu verlassen. Nummer 4. Dieser kurze Clip stammt von einer Fernsehshow aus Portugal. Auf dieser Aufnahme kann man sehen, wie eine Frau plötzlich zum Stillstand kommt. Die Zuschauer sind sich nicht einig, ob das ein Glitch in der Matrix gewesen ist oder die Frau einfach an einer neurologischen Krankheit leidet, die solch ein Verhalten verursacht. Was denkt ihr? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Nummer 3. Diese Aufnahme ist schon ziemlich alt und seit 2013 bekannt, aber viele meinen, dass dies die beste Aufnahme von einem Schattenmenschen ist. Viele Menschen berichten auf der ganzen Welt, solche Gestalten im Augenwinkel zu sehen, kurz vor Einschlafen oder direkt nach dem Aufwachen. Nummer 2. Toy Ramses ist ein paranormaler Ermittler aus Mexiko. Einer seiner Kontakte berichtete ihm, dass dieser Friedhof durch paranormale Wesen heimgesucht wird. Er folgte dem Tipp und untersuchte den Friedhof. Die Menschen erzählen verschiedene Dinge über diesen Friedhof, zum Beispiel mysteriöse Lichter, die von nirgendwo auftauchen und anschließend wieder verschwinden, oder Shadow People, die sich zwischen den Gräbern bewegen. Ramses versucht Kontakt mit den Wesen vor Ort aufzunehmen, mit Hilfe einer Spiritbox. Man kann auf der Aufnahme nicht erkennen, was Ramses so beunruhigt, aber ich finde die Reaktion glaubhaft. Ein paar Minuten später passiert das, man kann eine Figur rechts im Bild erkennen. Die nächste Aufnahme wurde durch einen Sicherheitswächter in San Francisco aufgenommen. Sie zeigt uns, wie sich die Tür von alleine aufschließt, wobei der Wächter mehr und mehr nervös wird. Oh, hell no. This is what I'm talking about, dude. This is what I'm talking about. This is what I'm talking about. I'm here in this building by myself, bruh. By myself. Fuck that.